Wie kannst du es wagen zu atmen? Weißt du nicht, dass es CO2 produziert? Fuck, du hast recht. Nein, warte, meine Mutter ist schuld, weil sie mich geboren hat. Mama? Ja, wie kannst du nur? Was hat dir die Umwelt getan, hä? Die ist doch... Die überschwemmt nur Menschen und so. Das ist doch nicht schlimm. Sag mal. Ihr habt dich auch lieb. Tschüssi. Wisst ihr, was mich an der Fridays for Future-Debatte stört? Nicht die Kinder, die schwänzen. Sondern, dass die Leute in den Positionen, die was ändern könnten, jetzt übers Schwänzen reden. Warum reden alle über Schwänzen? Oder sich selbst zu profilieren. Oh, das ist so toll, was die machen. Anstatt über Lösungen zu reden. Doch, zum Glück gibt es jetzt eine Frau, die eine Lösung hat. Verena Brunschweiger. Verena Brunschweiger ist der Meinung, wir sollten aufhören, Kinder zu kriegen. Denn, wenn es keine Menschen mehr auf der Welt gibt, dann geht's der Umwelt besser. Moment, es gibt doch bestimmt schnellere Möglichkeiten, die Menschheit auszurotten. Zum Beispiel mit einer Kampagne gegen Impfen oder ein Atomkrieg. Wie man sich vorstellen kann, macht die Frau sich nicht gerade beliebt. Wobei 100% falsch liegt sie auch nicht. Menschen sind schlecht für die Umwelt, das kann man schon sagen. Aber was die liebe Verena da redet, ist absolut zum Speien. Feuerspeien. Vor Wut. Steht ihr? Eigentlich haben wir diese Lampenschirme über uns, die sofort in Flammen geben würden, wenn du einen Fehler machst. Ich will jetzt einfach nur das Prinzip nochmal... Wow. Jetzt reicht's. Also erstmal ist das Thema Überbevölkerung gar nicht so negativ, wie man vielleicht glauben mag. Man denkt ja immer, dass in 50 Jahren 30 Milliarden Menschen auf der Erde um die letzten Ressourcen kämpfen und die Apokalypse oder sowas ausbricht. Irgendwas Schlimmes. Wäre wieder gut. Ach so? Aber sie kämpfen um Nahrungsmittel und es ist alles scheiße. Aber tatsächlich ist es in entwickelten Ländern wie Deutschland so, dass wir ohne Einwanderung schrumpfen würden. Wir hatten 2016 eine Geburtenrate von 1,5 Kindern pro Frau. Warum eigentlich nicht pro Mann? Weil... Aha, deswegen. Wusste ich's doch. Deswegen ist es eh ein bisschen albern, sowas in Deutschland zu fordern. Weil wir jetzt nicht wirklich das Problem der Überbevölkerung sind. Ne? China und Indien. Wo selbst da die Geburtenrate runterging. Man kann auf der Welt überall das Gleiche beobachten. Wenn man Kindersterblichkeit und Armut bekämpft, sinkt die Geburtenrate rapide. Die eigentliche Frage ist also nicht, wie man die Geburtenrate reduziert, sondern wie man Armut und Kindersterblichkeit bekämpft. Und wie man die Ernährungs- und Energiepolitik der Welt auf eine Bevölkerung von ca. 11 Milliarden auslegen kann. Das ist Expertenschätzpunktweise der Punkt, an dem die Weltbevölkerung stagnieren wird. Da ist aus! Aus! Es gibt also noch einiges, was wir tun können. Zum Beispiel mehr in Sekten und Algen fressen. Unsere Welt ist also noch nicht dem Untergang geweiht. Vielleicht unser aktueller Lebensstil. Aber nicht unsere Welt. Noch nicht. Aber es ist nicht nur der Vorschlag, dass man weniger Kinder kriegen sollte, der nervt. Es ist das Gesamtpaket von Verena Brunschweiger. Ich meine, sie will keine Kinder kriegen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie genervt ist von Sprüchen aller. Warum willst du keine Kinder haben? Bist du dumm oder was? Man sollte den Wunsch Einzelner akzeptieren. Aber das reicht ihr noch nicht. Sie möchte dafür gefeiert werden. Als feministische Heldin. Oh, Spucke. Sie nennt das Kinderkriegen das wichtigste patriarchale Imperativ. Was? Ja, das klingt irgendwie so, als wäre Kindergebären eine Art der Unterdrückung der Frau. Das ist ein bisschen Schwarzgewalt, würde ich sagen. Und sie bezeichnet sich selbst als mutig, weil sie Shitstorms ignoriert. Das ist nicht die Definition von Mut. Das ist eher die Definition von Ignoranz. Oder auch gut ist ihre Antwort auf die Frage, wie hat denn ihr Mann auf die Entscheidung, keine Kinder zu kriegen, reagiert? Wie ich es von einem Feminist erwarte. Positiv. Denn ein wahrer Feminist unterstützt und feiert jede Entscheidung einer Frau. Ach nee, das nennt man nicht Feminist, das nennt man Susk oder Kack. Oder Kuck? Kack. Nennt mich altmodisch. Aber ich finde, Männer dürfen auch eine eigene Entscheidung haben, ohne als frauenfeindlich zu gelten. Also sie können natürlich auch eine Meinung haben, die frauenfeindlich ist. Das ist auch möglich. Aber... Nee. Die ist nicht so cool. Man darf auch Frauen widersprechen. Hoffe ich. Des Weiteren fordert sie, dass die Förderung von Familien eingestellt wird, weil Familien umweltschädlich sind, und dass Flugzeuge Rabatte geben, wenn ein Kind an Bord schreit. Nee. Und des Weiteren fordert sie, dass Kinderlose eine eigene Lobby kriegen. Warte mal, das kommt mir bekannt vor. Lindsay Nagel! Ja, tatsächlich, Frau Brunschweiger. Das gab's schon mal bei den Simpsons! Folge 321, Episode 8, Staffel 15. Es ist March gegen Singles, Senioren, kinderlose Paare, Teenager und Schwule. In Deutschland gab es mal ein sehr wichtiges Urteil, das meine Ansicht zu dem ganzen Thema sehr gut beschreibt. Es haben halt sehr viele Leute gegen den Lärm von Kitas geklagt, weil das sie in ihren armen Privatwohnungen gestört hat. Und die Richter haben gesagt... Fick da! Nicht ganz, Richter formulieren sich allgemein besser als wir. Kinderlärm muss geduldet werden, denn Kinder stehen unter dem besonderen Schutz der Gesellschaft. Wir sind in einer sozialen Gesellschaft. Und das gilt ja nicht nur für Kinder, sondern auch für Behinderte, Rentner und Menschen in extremer Armut. Die werden halt beschützt. Gefördert. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Kind im Flugzeug schreit, dann kann dich das natürlich ankotzen. Ist ja jetzt nicht so, als wäre das unverständlich. Aber man muss auch sagen, hier geht's nicht um dich. Und natürlich haben kinderlose Paare nichts davon, dass in Familien- und Kinderprojekte investiert wird. Aber auch hier muss man sagen, es geht nicht um dich. Und das ist die erste Regel des Fight Clubs. Es geht nicht um dich, es geht um die Kinder. Genau!
Warte, was? Ich mag dir die Aussage von Jordan Peterson. Die Ehe ist nicht für das Paar, sondern für die Kinder. Obwohl jeder weiß, dass es eigentlich nur um Steuern geht. Naja, es geht um Steuern. Ja. Dann nehmen wir die Aussage von Homer Simpson. Die Ehe ist wie ein Sarg und jedes Kind ist ein weiterer Nagel. 2015 gab es auch so eine Debatte, die etwas merkwürdig war. Regretting Motherhood. Da haben Frauen darüber berichtet, dass sie bereuen, Kinder gekriegt zu haben. Sie sagen zwar alle, dass sie ihre Kinder lieben, sie es aber trotzdem bereuen, weil sie ihr eigenes Leben zurückschrauben mussten und es sie psychisch und körperlich fertig gemacht hat. Was wir uns da fragen ist, was haben die Leute erwartet? Es ist belastend, anstrengend und eine radikale Umstellung. Denn wie schon gesagt, es geht beim Kinderbekommen nicht um dich, sondern um das Kind. Und den Fight Club. Ja, es lebe der Fight Club. Regel Nummer 2, immer schön viel Seife benutzen. Und es ist auch völlig legitim zu sagen, ich möchte keine Kinder bekommen. Und dann ist es doch auch interessant, wenn die Leute berichten, warum sie das nicht möchten. Wir sind freie Menschen und Kinder kriegen sollte keine Pflicht dem Staat gegenüber sein. Oder eine Pflicht den Eltern gegenüber, damit sie endlich Opa und Oma werden können. Haltet euer Maul! Ich brauch meine Zeit, okay? Und ja, wenn du nicht bereit bist, dein Kind an erste Stelle zu stellen, dann solltest du vielleicht wirklich keine Kinder haben. Aber können die Leute bitte aufhören, aus jeder Thematik einen feministischen Krieg zu machen? Ja, es gibt nach wie vor Probleme. Zum Beispiel, dass viele Männer immer noch sagen, Kinder erziehen ist Frauensache, ich gehe dafür Fußball spielen und bringen der Familie Ehre. So sehen noch Männer aus, oder? Nicht wie du, nein. Aber das Problem kannst du eh nicht ändern. Wenn du ein Kind kriegst, musst du dich dieser Verantwortung stellen. Als Frau hast du dabei natürlich immer die Arschkarte, weil Männer können nicht schwanger werden. Und sobald ich es mitbekomme, habe ich eine Schwangerschaft, sagen wir, belastend. Deshalb ist es wichtig, dass der Muttervögler sie weitestgehend unterstützt und die so viel Belastung wie möglich abnimmt. Denn desto besser und stressfreier es der belastenden Frau geht, desto besser geht's auch dem Kind. Stress ist ein großes Problem. Und deswegen sollten auch bei der Kindererziehung beide so viel wie möglich machen, denn es ist das Beste für das Kind. Ich meine, wenn die Mutter kurz vorm Nervenzusammenbruch steht, weil sie alles alleine machen muss, ist das wahrscheinlich auch nicht gut fürs Kind. Hast du es gehört? Darth Vader ist da. Deswegen sind Ricardo und ich auch für Gleichgeschlechter, für gleichberechtigte Beziehungen. Wie das genau aussieht, muss jede Beziehung für sich selbst herausfinden. Die Hauptsache ist, man macht das, was das Beste fürs Kind ist. Das heißt natürlich nicht, dass du dich als Individuum komplett vernachlässigen musst. Das heißt nur, dass du nicht mehr an erster Stelle stehst. Und dass du leiden wirst. Viel leiden und wenig schlafen. Oh ja. Dieses Video wurde euch präsentiert von Gesunder Menschenverstand. Wenn ihr ein ziemlich cooles Video zum Thema Überbevölkerung sehen wollt, dann klickt da drüben auf das Video von Kurz gesagt. Ist richtig gut. Bitte auf. Ist warm. Ist wirklich warm. Ich hab einen Pulli an. Ich schwitze jetzt. Auch. Aber du hast kein Fett am Körper. Du kannst nicht schwitzen.